Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Black Otto ist am Start und willkommen zu einem neuen Video mit Niklas Wetterhahn hier an meiner Seite. Ja. Ihr habt es wahrscheinlich schon lange erwartet, denn heute wird die Frage beantwortet, was ist eigentlich mit Knossis Rolle? Schon länger nichts mehr gekommen. Ja, es ist leider schon länger nichts mehr gekommen. Die letzten Tage bzw. fast schon Wochen wurde ich immer wieder bombardiert, David natürlich auch, bei dem dann bald der nächste Teil stattfindet, der steht gerade hinter der Kamera. Ein großes Problem war einfach, dass wir das natürlich auch mit ein paar Partnern zusammen machen und dass durch die Corona-Ausfälle jetzt viele dicht hatten und Lieferverzögerungen waren und die Post und so weiter. Nichtsdestotrotz können wir heute schon ein bisschen weitermachen und einen Großteil an geilen Spielsachen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen was verändern. Rolle anbauen, ja. Oder? Soll ich mal ein kleines Paket hinholen? Das steht nämlich hier vorne. Wir haben schon mal ausgepackt bzw. reingeschaut, was drin ist. Das ganze Paket wurde uns bereitgestellt von Scooter Attack. Scooter Attack. Yes. Die Jungs von Scooter Attack haben gesagt, ey, ihr macht einen Knossi-Roller, geil, da braucht ihr richtig geile Teile. Und das Coole ist jetzt, viele wissen ja wahrscheinlich, ich bin damals schon Roller gefahren mit 16 und hier ist echt viel dabei, was ich noch von damals kenne und was ich absolut feiere. Also erstmal hier, das sind so Race Grills, die können wir noch nicht anbauen, weil die machen wir erst später, wenn die Verkleidung Kühler, kommt. Ne? So genau. Lässe, so was. Die haben wir einmal in Silber und einmal in Gold, da können wir uns dann ausdenken oder überlegen, was wir wohin machen. Aber allein hier diese Marke, Straight, kenne ich schon noch, das ist so geil. Was ich damals schon immer haben wollte, wir haben hier richtig geile F1-Spiegel. Hier. Traum von jedem gewesen. Ne? Traum von jedem damals. Wer kennt das CF1-Spiel? So geil. Stage 6. Das ist einfach ein Traum. Guck mal hier. Ein richtig geiles Federbein. Muss ich sagen, hab ich bisher noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Mit Gold, mit Weiß. Boah, das wird richtig schön. Lass uns da mal kurz reingucken, oder? Bin gespannt. Und ist hier wieder alles zugeklebt. So, guck dir das mal an. Boah, das wird richtig fett. Sehr geil. Vor allem alles, wie ihr schon seht, ein bisschen mit der Farbe Gold. Selbst Schrauben, Griffe, Hebel, Fußrasten, Sachen, alles in Gold. Wir wollen ja den Stil, dem Stil treu bleiben. Und jetzt das Allergeilste. Und Knossi, darüber wirst du dich wahrscheinlich am meisten freuen. Der Stage 6 Sportauspuff. Packen wir den mal hier weg. Den will ich auspacken, weil guck dir mal den Auspuff jetzt an, wie der aussieht. Also das ist echt ranzhoch 10. Der muss ab und wir machen das ganze Ding schön. Sowieso, also bevor ihr jetzt sagt, das steht natürlich schon jetzt echt ziemlich ranzig da. Aber die Sitzbank ist gerade weg, die wird gemacht. Wir kriegen neues Plastics, das wird neu gemacht. Die wie Felgen und so weiter, ne, die werden natürlich auch noch verändert. Das heißt, abwarten, abwarten. Das wird ein schönes Schmuckstück. Ne? Ganz ruhig. Nicht voreilig irgendwie sein und sagen, sondern das wird schön. Jetzt geht das Projekt endlich weiter. Boah. Sexy, sexy, sexy. Boah, guck mal, wie der glänzt. Digga, das ist mein 16-jähriges Ich oder mein 15-jähriges Ich. Wenn der dieses Video jetzt sehen könnte, ich wäre gekommen. Alter, ich sag's euch. Ich schwör's euch. Guckt dir das mal an. Boah. Ich hätte für den Auspuff wahrscheinlich das Auto meiner Eltern eingetauscht. Damals mit 15. Guck mal hier. Carbon. Carbon, ja. Ist das sexy? Das müssen wir ja abmachen, damit wir erstmal das hier wegkriegen. Den müssen wir ranbauen. Ich leg den mal hier drauf. Und den ganzen Rest. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, oder? Demontage. Demontage. Und dann kommt der schöne Teil der Montage. Wird geil. Let's go. So, das ist die letzte Schraube. Dann kommt der Rostpott hier ab. Oh, der kommt schon runter, merkst du? Ja. Oh Gott. Junge, 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 Junge. So. Nimm mal ab, den Lachs jetzt. So. Boah, ist der rostig, ey. Boah. Ach, guck dir mal den Scheiß. Junge, Junge, Junge. Weißt du, war überhaupt noch eine Auspuffdichtung vorhanden? Lul. Krass. Jetzt halt das mal neben den neuen. Junge, ich hab schon Angst, dass das auseinanderbröselt. Also wenn das kein Upgrade ist, wenn man damit nicht der coolste der Straße ist, dann weiß ich auch nicht. Wollen wir den neuen direkt dran machen? Ja, machen wir. Let's go. So. Also wenn der nicht was hermacht, gerade mit dem Carbon hier, sexy. Sexy, sexy. Richtig geil. Das ist auf jeden Fall schon mal das niceste Upgrade. Jetzt hier hinten kommt noch das Federbein, was auch richtig Endstufe ist.
Also das neue ist echt tausendmal geiler. Da bin ich mal richtig gespannt. Boah. Ne, das wird richtig ich glaub, sexy. Auch ein bisschen herber ist das, glaube ich, ne? Ich fehle das auf jeden Fall dicker. Ja. Ihr könnt natürlich auch die geilen Teile bei Scooter Attack erwerben. Das heißt, wenn ihr einen Roller habt und geiles Tuning-Material oder einfach nur Ersatzteile wollt, schaut gerne vorbei. Scooter Attack vorbei, da gibt's den ganzen geilen Scheiß. Boah, also ich find's schon echt nice. Ich bin richtig in meinem Jugendhimmel. Das ist schon geil. Das für jeden kleinen Jungen, der gerade 15 geworden ist. Ich glaube, mit 15 kann man die Mofa-Prüfscheine machen. Ja. Ja. 15, jeder so von geträumt, würde ich sagen. Jetzt guck mal, was hier richtig geiles in der Tüte war. Hast du sowas schon mal gesehen? So Granaten oder so, ne? Handgranaten. Und das ist für die Ventile, also es sind Ventilkappen. Es macht zwar gar keinen Sinn, die jetzt ranzumachen, weil die Felgen ja eh noch abkommen, aber irgendwie will ich trotzdem mal sehen, wie das aussieht. Das, sowas finde ich richtig geil. Also ich mag solche Spielereien total. Guck, wie geil das aussieht. Ich habe so eine kleine Handgranate dran. Das ist nice. Kann man jetzt mit dem Auspuff noch daneben? Vor allem, das ist halt das Geile bei einem Roller, ne? Von der Seite, der hat halt zwei Einarmschwingen. Also vorne. Stimmt, dann sieht man die Felgen perfekt, ne? Das heißt, auch hier vorne sieht so geil aus beim Speedfight. Das ist einfach echt das Markenzeichen, finde ich. Das heißt, wenn die Felge dann auch richtig schön ist, jetzt sieht die ranzig und alt aus, ne? Wenn die neu gepulvert ist, dann wird das so geil aussehen. Sieht geil aus, ne? Ich find's richtig nice. Und wir kommen Step by Step näher. Wir haben jetzt schon mal die Bleche abgemacht. Die werden nämlich auch gepulvert und frisch gemacht. Wir haben die Spiegel abgemacht. Der sieht schon um einiges sportlicher aus. Wir hätten jetzt eigentlich Griffe. Wir haben hier die Pro Grips. Aber um die ranzumachen, müssen wir die Armaturen und die Plastics abmachen. Das heißt, das lohnt sich jetzt nicht. Nee. Wir machen das zusammen, wenn die kompletten Plastics drankommen. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich mal den Spiegel widmen. Ne, was haben wir noch sonst? Ein Kickstarter und genau. Hinten das Federbein. Plan ist jetzt, hier Stehbolzen reinzumachen, weil das ist ja auch letztendlich ein Stehbolzen, bauen nur einen längeren. Ne? Man sieht, reicht nicht von der Länge. Wo haben wir die alten Spiegel? Hier hinten. Ja, da müssen wir jetzt dementsprechend mindestens die Länge an Stehbolzen nochmal holen. Ja, weil das Problem ist, wir haben hier jetzt echt tatsächlich kein Gewinde drin, sondern da ging der Bolzen einfach nur durch und war unten mit einer Mutter gekontert. Ja. Das heißt, wir müssen da was anderes organisieren, aber das ist geil, dass wir trotzdem dann den Spiegel verwenden können. Aber dann können wir das jetzt auch nicht anbauen. Dann kommen wir tatsächlich zum Heck, oder? Das ist eigentlich nur noch Federbein, ne? Ja, haben wir noch dann. Let's go, Federbein. So, das Federbein kommt jetzt raus, das Schmandige. Boah, Junge, sieht das krass aus. An. Boah, dreh mal um auf der anderen Seite. Boah, was? Wow. Ich muss erstmal Finger waschen gehen, damit das neu anpacken kannst. Also ich würde sagen, das ist ein geiles Upgrade, oder? Wow, was ist damit passiert? Offroad oder was? Das sieht aus, als wäre es ganz schön, müssen wir es auf ganz schön Spannung bringen. Mhm, glaube ich auch. Hoffentlich passt das auch. Dazu muss erst dein Gerät iPhone entsperrt werden. Okay. Ich habe Siri eigentlich ausgeschaltet. Beste Leben. Upgrade 3000. Boah, sieht das geil aus. Müssen wir ein bisschen die Feder noch spannen. Aber es war schon echt schwer, den da überhaupt reinzukriegen. Ne? Wir mussten den richtig drücken, komprimieren. So, weil wir nur noch zu zweit sind, ist es natürlich ein bisschen schwer, das jetzt zu filmen. Aber jetzt wird die Feder nur noch gespannt. Und dann sieht das schon richtig gut aus hier, das Heck, ne? Hier, wie schwer ist Knossi so? Wie schwer? Mann. Oh, da kann ich mich ja jetzt nur blamieren. Schlanke 80 Kilo wahrscheinlich. Echt? Ah, schau mal, dass wir dann ungefähr abschätzen können. Wir sind soweit jetzt durch. Wir haben den schönen Auspuff dran gebaut. Wir haben das schöne Federbein dran gebaut. Sieht richtig geil aus. Und einen neuen Kickstarter. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich testen, oder? Ja. Anschmeißen. Mal anschmeißen. Die Batterie ist, glaube ich, leer. Oh ja. Dann müssen wir direkt den neuen Kickstarter noch mal testen hier. Oh, der springt sofort an. Oh, geil. Der Junge ging ihm direkt im Palmenmodus. Boah, ich schwör's dir, es sind richtig Feelings. Das ist richtig Jugend für mich. Das ist richtig Jugend.
Geil, richtig nice. Ja, ich bin mega zufrieden. Wie gesagt, es sind nur ein paar kleine Details. Wir machen den schon mal wieder aus. Es sind nur ein paar kleine Details. Das große Ganze ist natürlich die gepulverten Teile und die Plastics mit dem Dekor drauf. Das kommt und dann wird der richtig schön. Dann kommt der, wird er natürlich noch geputzt. Dann kommen die ganzen Kleinigkeiten, die Sitzbank. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf was freuen. Das Projekt geht jetzt endlich weiter. Knossi, mein Lieber, ich hoffe, dir gefällt es bis jetzt. Jetzt sieht er ja noch nach nichts aus, aber ich schwöre dir, er wird richtig geil sein. Und wenn du ihn dir nur ins Wohnzimmer stellst, wenn du willst, bauen wir dir auch hier Dingens ein, Entdrosselung. Boah, hier, mit, ja genau, mit so? Habe ich sogar zu Hause noch. Echt? Ja, ich glaube schon. Geil. No joke. Ja, also Knossi, sag Bescheid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Däumchen wäre wie immer ein Träumchen. Unterstützt das Projekt, abonniert den Kanal. Und sonst sehen wir uns übermorgen im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, peace und haut rein, ihr Landratten.